Moin, moin, liebe Leute, zu einem neuen Vlog. Ist ein bisschen her, ne? Ups. Februar war ein komischer Monat für mich. Ein sehr, sehr komischer Monat. Es ist viel passiert. Viel Cooles, aber auch viel Blödes. Und keine Ahnung. Irgendwie habe ich zu lange die Kamera nicht in die Hand genommen und wusste dann nicht, wie ich nochmal anfangen soll. Es war seltsam. Jetzt habe ich allerdings sehr viel Zeit, weil ich bin krank. Und jetzt sitze ich die Woche hier aus. Nein, kein Coronavirus. Es ist sehr bekloppt, was abgeht draußen. Die Panikmache ist fucking real. Ich halte davon nicht viel. Ja, es ist ein gefährlicher Virus. Wie tausend andere gefährliche Viren, die wir jedes Jahr haben. Ich weiß nicht, warum das jetzt plötzlich so besonders ist und so ein Fass aufgemacht wird. Aber egal, in die Richtung will ich gar nicht erst gehen mit dem Vlog. Es ist bekloppt. Kannst nicht mal vernünftig einkaufen. Naja. Ja, Februar, eigentlich fing Februar super cool an. Und zwar haben Toni und seine Freundin mir eine Karte geschenkt für Tenacious D. Und wir sind zu Tenacious D gefahren. Das ist eigentlich nicht mal Anfang des Monats, das war schon Mitte des Monats, aber ich habe Anfang des Monats die Karte bekommen. Ja, haben sie mir Tenacious D geschenkt. Wir sind nach Luxemburg gefahren mit noch einer Arbeitskollegin von Tonis Freundin und es war sau cool. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe zum ersten Mal Tonis Freundin kennengelernt. Das war ja auch das erste Mal, dass ich sie gesehen habe. Und die ist so nett und es war so cool. Es hat wirklich Spaß gemacht. Wir hatten einen Haufen Fun und es war, Luxemburg ist ja nicht so weit weg, ist eine Stunde Fahrt. Also war das auch relativ entspannt. Bis darauf, dass wir etwa anderthalb Stunden auf dem Parkplatz gestanden haben, weil wir nicht mehr rauskamen. Liebes Luxemburg, das mit der Rock Hall, mit den Parkplätzen, das hat aber nicht so raus. Und das Publikum in der Rock Hall war super, super scheiße. Also nicht geil. Dass du durch die Gegend gedrückt wirst, ist das eine. Aber wenn du wirklich umgerempelt wirst, und Tonis Freundin ist umgerempelt worden, mir ist jemand in die Kniescheiben reingesprungen. Nicht beim Pogo, sondern einfach, wir standen alle press aneinander und Leute mussten durch. Und das war so asozial und so rücksichtslos. Das ist wirklich unangenehm, aber das ist normal. Was ich aber nicht normal finde, das muss auch echt nicht sein, ist die Kifferei. Um uns rum, überall, und ich bin mir sicher, durch die ganze Halle, hinter mir stand einer, der mir die ganze Zeit Gras ins Gesicht geblasen hat. Vor uns stand einer zwischen mir und Tonis Freundin, direkt vor uns, der die ganze Zeit Joints geraucht hat. Direkt neben Toni, also direkt links neben mir, dann stand Toni und dann direkt der Typ nebendran. Der hat mindestens 5 oder 6 Joints über die anderthalb Stunden geraucht. Und dann der Typ vor uns, weil ihm die Joints ausgingen, dann irgendwann normale Kippen die ganze Zeit geraucht. Indoor. In der Halle. Das ist so ätzend. Das ist einfach super unangenehm. Ja, da waren sie leider nicht so cool, die Leute. Aber das hat uns den Abend nicht vermiest. Und das Konzert war cool. Wir sind halt nur 4 Schlümpfe und keiner konnte so wirklich viel sehen. Das ist halt ein bisschen doof, ne? Ja, und Jens ist hier, ich weiß nicht, ob er immer noch hier ist, hat ganz gut gepasst, weil er hatte ja den Monat hier Geburtstag. Er kam runter aus China, weil natürlich Coronavirus da unten alles lahmlegt, und dann ist er hierher, und wir haben uns getroffen, wir sind mit der Kamera ein bisschen durch die Gegend, der hat seine dabei gehabt, und haben versucht, ein paar Fotos zu machen. Ist bei dem Wetter schwierig, hat auch nicht so viel gebracht, aber wir konnten ein bisschen testen, weil wir dieselben Objektivmounts an unseren Kameras haben, bei einer Sony. Und er hat eine Kamera, die kostet etwa dreimal so viel, Quatsch, viel mehr. Also die ist richtig, richtig teuer im Vergleich zu meiner. Aber es war ganz interessant zu sehen, wie er mit meinen Objektiven und ich mit seinen Objektiven arbeiten kann. Und ja, es ist ein Unterschied da, aber teilweise war es in meine Richtung. Und das sagte er auch. Teilweise sieht meine Kamera mit bestimmten Objektiven in bestimmten Lichtverhältnissen besser aus als seine. Also so ein 100% bezahl mehr und dann hast du mehr, ist es nicht. Das war cool. Wir haben uns auch nochmal in den Monat getroffen, waren dann essen beim Chinesen, weil wir unbedingt Sushi haben wollen. Das tun wir nie wieder. Sushi im Saarland zu bekommen, ist nicht so ganz ohne. Ich habe keine Ahnung, wo man da hinfahren kann. Dahin brauchen wir jedenfalls nicht mehr. Das war Sushi aus dem Kühlschrank und es war rattig schlecht. Und das Essen danach war noch viel schlechter. Aber naja. Wir wissen schon, wo wir das nächste Mal hingehen, aber wie gesagt, ich weiß nicht mal mehr, ob er noch im Saarland ist oder schon wieder runter nach China ist. Muss ich mal wieder schreiben. Tim war hier, wir haben zusammen gekocht. Wir haben Bud Spencer Bohnen gemacht nach seinem Rezept und ich habe ein Beef Brisket gemacht oder ein Ochsen Brisket gemacht. Das ist leider in die Hose gegangen, war ziemlich zäh, aber wir hatten trotzdem einen Haufen Spaß. Toni war ein paar Mal da, ich war in seiner Wohnung, ich habe ihm noch einen Schreibtisch besorgt, den ich bei meinen Eltern stehen hatte.
Und den haben wir dann bei seine Wohnung gebracht. Der hat eine sehr, sehr schöne Wohnung, gefällt mir super. Und wir haben auch ein bisschen Musik gemacht die Tage und hoffen mal, dass wir das die nächste nochmal auf die Reihe bekommen. Außerdem haben wir ein bisschen Path of Exile angefangen zu zocken und er hat sich vorgestern Monster Hunter gekauft und dann habe ich es mir halt auch nochmal geholt auf dem PC, dass wir das ein bisschen zocken. Also auch cool. Dann kommt die Animal Crossing in dem Monat raus. Ich freue mich, wenn es endlich da ist. Mit Try habe ich ein Pen and Paper gucken können, eins von zwei von den wie heißt über Ultracast, Ultracore Pen and Papers von Rocket Beans. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Leider konnte man nur das eine, das erste zusammen gucken. Das andere habe ich alleine geguckt, weil er keine Zeit mehr hatte. Generell sind halt gerade Klausuren und noch ein paar persönliche Dinge bei ihm, weswegen das alles nicht so hingehauen hat. Katze, jetzt geh doch mal da weg. Und deswegen, ja, ist es da momentan, hat man noch nicht so viel Zeit, irgendwas zu machen. Aber wird sich auch wieder geben und dann haben wir wieder mehr Gelegenheit. Mit Lou habe ich ein paar nette Gespräche gehabt und ein paar nette Abende, wo wir einfach ein bisschen gelabert haben. Das war sauschön, das hat mich tierisch gefreut. Und ich habe sehr schöne Nachrichten auch von Lou's wegen Lou's Mutter bekommen, dass es der wieder viel, viel besser geht. Aus der ganzen, da wurde es ja wirklich schlimm und das ist jetzt wieder viel besser. Ich habe auch mit ihr schon geschrieben und sie ist sehr positiv eingestellt. Sie kann wieder laufen und das ist super cool, hat mich tierisch gefreut. Unten in der Werkstatt, in der Arbeit, ist eigentlich wie immer nichts Besonderes, hat sich nicht wirklich was getan. Gerade so ein bisschen Urlaubszeit, weswegen das immer ein bisschen stressig wird. Ich habe neues Internet, wir haben es bestellt, Telekom hat geklärt. Ich habe einfach angerufen und gesagt, hey, ja, für die Firma hier, ich rufe an, hier, so und so. Ja, alles klar, 100.000 ist möglich. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil hier steht überall 250 Mbit, aber okay. Kostet 5 Euro mehr, da war ich wieder sehr happy. Und dann einfach, ja, machen wir, schalten wir nächste Woche auf und ihr habt dann noch 3 Monate kostenlos. Okay. Ja, und jetzt ist es aufgeschaltet. Es sind, wenn es gut läuft, 10,4 MB pro Sekunde Download. Also etwa genauso wie in Erding, das, was wir hatten, 40 MB Upload. Das sind 10 MB weniger, als ich in Erding hatte, aber trotzdem viel mehr als das, was ich bisher hier hatte. Und ich würde sagen, es läuft stabil. Das Problem ist allerdings gerade, dass es nicht so stabil läuft wegen dem WLAN und alles bezieht sich ja über das WLAN hier. Der Router steht da unten, die Werkstatt, da nutzt jeder nur WLAN und ich kann ja nur hier oben so einen WLAN-Repeater hinhängen und gehen von dem aus dann raus mit dem Kabel in den PC noch. Und das WLAN spinnt rum ohne Ende. Aber da habe ich jetzt neuen Kram bestellt, der kommt morgen an und dann werde ich mal ein Kabel hier durch verlegen, durch die Wand und dann hier hoch und dann habe ich hier eine feste Verbindung und ich hoffe, die läuft dann ein bisschen stabiler. Das Internet selbst ist aber super. Bin begeistert. Ja, wie gesagt, halt Musik gemacht, nichts aufgenommen, sondern einfach nur so Musik gemacht. Ich war oft jetzt beim Physio und da haben wir einige Sachen schon durchgecheckt und probiert und der Arm ist immer noch ein Riesenproblem und da sind wir jetzt dran, aber jetzt bin ich halt gerade krank, jetzt kann ich da nicht hin. Und letzte Woche war Feiertag, oder war kein Feiertag, aber er hat gesagt, er macht die Woche da nichts wegen Fasching und dem ganzen Kram. Deswegen hat sich das noch ein bisschen verzögert. Ja, und ansonsten weiß ich für März noch gar nicht, was ansteht. Ich habe im Prinzip noch keinen Plan. Was auch ganz gut ist, glaube ich. Ja, ich habe von meiner Mutter 2 Freikarten geschenkt bekommen. Zu einem Horrorzirkus. Habe ich den Zettel hier liegen gerade von den Karten? Da liegt er. Ich weiß nicht, ob ich den zeigen. Nee, ich glaube, da ist ein Code drauf. Den kann ich nicht in die Kamera halten. Aber ich kann vorlesen, was es war, weil den Namen habe ich nicht im Kopf. Es sind Freikarten für den Zirkus des Horrors Infernum, das Höllenfeuer. Kann man ja mal googeln. Ich habe auch ein paar YouTube-Videos gesehen. Das ist halt wirklich eine Stuntshow und Zirkus mit Horror-Theme gemixt. Also ganz interessant eigentlich. Und dafür haben wir 2 Karten bekommen. Und ja, jetzt gucke ich gerade momentan. Ich habe Toni gefragt, ob er Bock hat mitzufahren. Der hatte gemeint, ja, hätte er schon. Aber mal gucken. Ja, mal sehen, was passiert. Aber ansonsten ist März noch völlig frei. Ich wünschte, es wird mal langsam mit dem Wetter ein bisschen aufwärts gehen, weil ich hätte wirklich Lust, mal wieder mehr rauszugehen. Und es nervt mich so, dass es jeden Tag nur am Siffen und Schneien und Stürmen ist.
Da hast du einfach keinen Bock, draußen rumzulatschen, Fotos zu machen oder spazieren zu gehen, weil das ist wirklich cool hier. Ich bin jetzt mal ein bisschen mehr durch die Gegend hier gelatscht und es ist wirklich cool. Aber nicht bei dem Wetter. Ja, aber ich hoffe, dass vielleicht noch ein bisschen was geht den Monat hier. Wir haben Pen and Paper selber wieder gestartet. Mit Pacto, Hellnagel, Arkander, unser Spielleiter, wie immer, und ich haben wir eine Cthulhu-One-Shot-Runde gespielt. Ist im Prinzip ein Two-Shot, weil es geht beim nächsten Abend dann weiter. Den planen wir gerade noch. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, dass das wieder ins Rollen kommt. Ich hoffe auch, dass wir eventuell sogar Würfelkeller irgendwie wiederbeleben können. Ich habe auch Troy gefragt, der hat Lust drauf, wenn dann jetzt wieder Zeit ist. Und auch Lou hätte Lust, aber auch bei ihr ist es zeitlich natürlich immer so ein Ding. Mal schauen, ob das nochmal was wird. Ansonsten müssen wir mit ein bisschen anderen Konstellationen machen. Den Katzen geht's super. Die haben tierisch Spaß und rennen den ganzen Tag durch die Gegend. Sind viel draußen, sind unten unglaublich beliebt. Mein Vater hat sich komplett an die verschossen. Vor allem in Midna. Die holt ja immer... ihr kennt meinen Vater nicht, aber mein Vater ist ein zynischer, sehr nach außen kalter Mensch. Aber wenn der Midna sieht, der nimmt den Arm und knuddelt die. Also ich habe noch nie gesehen, dass mein Vater so auf Tiere ab... Das ist wirklich, das ist herzerweichend. Und auch sonst, jeder findet die da unten super cool und spielt mit denen, fährt die auf der Hebebühne rauf und runter, was denen super gut abgeht. Das ist schon schön zu sehen. Bisher ganz gut. Ich hatte aber auch einen Worst Case schon hier. Da war Pan hier oben und ich habe gewartet und gewartet, dass Midna kommt, damit ich denen Fressen geben kann, weil ich gebe den gerne zusammen, sonst frisst eine der anderen dann das Essen weg. Und Midna kam nicht über eine Stunde und das ist nicht normal, die kommen eigentlich fast immer zusammen. Ich habe schon ein bisschen mulmiges Gefühl bekommen und plötzlich kommt Midna endlich hoch und cool, okay. Und ich höre dann plötzlich, Tür war zu, ich höre dann plötzlich von draußen so ein Geplärre und Gequake von einem Kind und eine Frauenstimme. Und dann höre ich ein bisschen rumsen, was klingt wie meine Treppe. Und ich konnte gar nicht schnell genug, ich saß am Rechner. Also quasi, mache ich das hier mal bildlich. Ich saß da hinten am Rechner und auf einen Schlag geht die Tür auf, aber schlagartig. Und das Ding ist, meine Tür hat halt außen einen Griff. Also, ne? Normaler Türgriff. Da kann jeder rein und raus, wie er will. Und ich sperre nie zu, wenn ich hier bin. Und was mir danach gekommen ist, ich sperre nie zu, wenn ich auf der Arbeit unten in der Werkstatt bin, was super dumm ist. Was ich auch nicht mehr tue. Jetzt wird immer abgesperrt. Wenn ich hier drin bin, das mache ich auch gerade jetzt wieder, hab noch gerade eben die Katze noch reingelassen. Wenn ich drin bin oder wenn ich draußen bin, immer Tür zu sperren. Das Kind kommt hier einfach die Tür rein. Ich sitz da. Das Kind steht etwa hier, mitten fast da, wo sie ist, sie stand am Napf, ist am Fressen, weil sie gerade reinkam, und das Kind plärrt, das ist meine Katze, und versucht, mitten zu greifen. Und ich war völlig perplex, das Kind war etwa 10 Jahre alt, ich war völlig perplex, warum zum Teufel gerade ein Kind in meiner Wohnung steht und brüllt, und mitten völlig verschreckt, und ich bin völlig, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich bin aufgesprungen, bin zu dem Kind hin, und dann ging mir 1000 Sachen durch den Kopf. Was mache ich jetzt? Egal, was ich jetzt tue, es ist definitiv, es kann nur nach hinten losgehen. Egal, was ich jetzt mache, es ist nur falsch. Greife ich das Kind am Arm? Oder was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn mit... Und dann habe ich versucht, das Kind irgendwie so wegzudrängen und wieder zurück zur Tür zu drängen. Ich dachte, das... hallo? Und als ich das Kind so im Türrahmen hatte, dass es raus war, sehe ich nach unten zum Geländer und da steht die Mutter am Geländer, unten an der Tür, an der Treppe und lacht. Und das war so der Moment, wo mir sämtliche Gesichtszüge entgleist sind. Da wusste ich absolut, da war es vorbei. Da wusste ich wirklich nicht mehr, was ich sagen soll. Das war so, wo bin ich hier? Da ist eine Frau, die ihrem 10-jährigen Kind erlaubt, einfach in irgendeine wildfremde Wohnung reinzulatschen. Nicht mal zu klopfen oder zu klingeln, einfach die Tür aufzumachen, reinzulatschen, drin zu stehen. Und nach einer Katze zu suchen, sie weiß ja, dass die Katze nicht dem Kind ist. Und das sagt sie dem Kind aber nicht, bringt sie dem Kind nicht bei, sondern lässt das Kind in eine fremde Wohnung. Wie krank ist das hier gerade? Wie krank ist diese Situation gerade? Ich war so perplex. Im Nachhinein sind mir 1000 Sachen eingefallen, die ich sagen sollte. In dem Moment ist mir gar nichts mehr eingefallen, wirklich. Seitdem bleibt die Tür zugesperrt. Das möchte ich nicht nochmal, weil was mir danach gekommen ist, ist, ich war jetzt hier. Aber ich hätte genauso gut nicht da sein können. Das hätte in der Situation hier nichts geändert, weil es hat ja sowieso keiner geklingelt oder die Tür aufgemacht. Wie oft war eventuell schon jemand hier drin, als ich unten in der Werkstatt war? Ich hätte das nie mitbekommen.
Wie oft hat hier schon mal einfach irgendjemand ist da hochgestiefelt auf die Treppe, weil, oh, was ist das hier? Ich mach mal Tür auf. Oh, cool. Der Gedanke daran war ziemlich übel, mir wurde ziemlich schlecht. Und das ist mir eine Lehre. Naja. Aber das war der Februar. Das war ein... Oh, hast du ein Ei gelegt, ey? Oh, das war der Februar. Ich bin gespannt, wie der März wird. Ich habe persönlich für mich einiges gelernt. Ich habe mit Toni viel gelabert. Ich habe gelernt, ein bisschen mehr, was ich immer sehr alien fand, dieser Gedanke, auf Sachen nicht zu reagieren, sondern Sachen passieren zu lassen, dann drüber nachzudenken, ob es wert ist, darauf zu reagieren und das von außen zu betrachten und halt die Situation erstmal passieren zu lassen. Statt einfach, ne, ihr wisst, was ich meine. Oder auch halt Situationen, die in deinem Kopf entstehen, sowas wie Depressionen, wie Gedanken, wenn du trauerst plötzlich über irgendwas, dich selbst zu ermahnen daran, dass das gerade passiert, zu verstehen, dass es passiert, zu akzeptieren, dass du gerade traurig bist, aber dann von außen auf dich drauf zu gucken und zu sagen, warum bist du denn gerade traurig? Die Situation ist doch gerade, du sitzt nur auf der Couch, es ist gerade nichts passiert. Das Einzige, was dich traurig macht, ist eine Erinnerung an irgendwas, und die braucht dich doch gar nicht traurig zu machen. Es ist doch schon passiert, du hast es doch schon hinter dir. Mach's doch nicht noch schlimmer. Mach's dir noch nicht schlimmer, als es ist. Und das funktioniert tatsächlich so ein bisschen. Ist echt Arbeit, aber es funktioniert. Nicht immer. Wie gesagt, ich hatte auch meine sehr beschissenen Tage dem Monat hier, wo ich wieder sehr unten war, aber zumindest habe ich es auf die Reihe gekriegt, dann wieder hochzukriegen. Das klingt ja so, wieder hochzukriegen. Also, ich habe es auf die Reihe bekommen, dass es mir wieder besser ging. Und dann war es okay. Es ist halt, ja, ein bisschen, es ist immer noch schwierig, aber ich krieg's hin. Ja. Naja. Gut, das war die Zusammenfassung. Ich schwöre hoch und heilig, dass ich nie wieder, es sei denn, ich höre wirklich auf mit Vlogs, so lange nicht vlogge. Und dass ich ab jetzt wieder regelmäßiger vlogge. Ich weiß nicht, was ich die Woche hier groß vloggen kann, weil ich in der Wohnung sitze und krank bin, aber ich hoffe, ich kann ein bisschen was Interessantes zeigen. Naja, danke fürs Zugucken, wie immer, und bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.